Ja, hi Leute. Ich weiß nicht, was ich hier tue oder warum ich es tue, aber ich denke mal, ich tue es einfach mal. Versuch Nummer 3 dieses Spiel zu spielen. Generell. Diesmal sogar mit Aufnahme. Hi, mein Name ist übrigens Lena oder auch Lenschen93 für die, die mich noch nicht kennen sollten. Und, ja, ich möchte gerne ein Let's Play zu einem besonderen Spiel machen. Viele haben mich schon gefragt, ob ich es für sie Let's Playe und sie fänden es bestimmt lustig. Ha, 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 ha. Ja, ich habe auch total viel Spaß und naja, ich werde es mal versuchen. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich es überhaupt nervlich oder auch skillmäßig schaffe, dieses Spiel durchzuspielen. Ich meine, es ist nicht so schlimm, aber naja, seht selbst. Vielleicht, naja, ich will Deutsch wählen. Naja. Ich krieg schon wieder eine Gänsehaut und mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Ja. Gewalt und Blutszenen, darauf stehe ich. Capcom, oh yeah. Ja, ganz nett. Ja, das war unser Hauptcharakter, Fiona. Ja, und wir wollen Hunting Ground spielen. Also ich möchte nicht unbedingt, aber ihr wollt ja. Ja, naja. Hier sieht man schon, dass ich, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht wo. Ja, hier habe ich schon ein Spiel angefangen. Und wie lange habe ich gespielt? 1 Stunde und 41 Minuten. Schon echt krass, wie lange ich schon durchgehalten habe. Aber wir wollen ja ein neues Spiel anfangen. Ich glaube, ich mache 15 YouTube-Parts. Neues Spiel. Ich glaube, das ist auch für euch besser. Ihr würdet die dann, glaube ich, lieber anschauen. Und jetzt genießen wir das wunderschöne, traumhafte Intro, wo ich immer wieder ins Träumen gerate.
so ein Gieriger. Noch einmal, weil es so schön war. Wird geladen. Ein wunderschön traumhaftes Intro. Ich kenne es ja schon, deswegen höre ich mich nicht so erschrocken. Ich hoffe, ihr habt es. Das sind wir. Wir sind eine vollbusige Blondine. Woo! Ja, super. Total Capcom. Das erinnert einen total an Resident Evil. Ich wollte nur diese schrecklichen Dinge, die ich dort hinten gesehen hatte, hinter mich bringen. Ich gehe nicht zurück. Schon total gut, dass wir so eine Zicke spielen. Ich muss noch mal gucken, wie die Knöpfe waren. Ach so, ja. Und ja, das sind wir. Wir sind mit einem Seidentuch bekleidet. Einem sehr flatterigen Seidentuch. Wie das hält, weiß ich auch nicht. Mit purer Willensstärke hält das. Und ja... Ein Rabe. Ha, mir gefällt das hier. Das ist total wunderschön. Da war eine rote Vase. Wir können uns auch verteidigen. Aber wie ging das? Können wir wahrscheinlich noch nicht. Okay, wir können rennen. Und wir können gehen. Und, ja. Ein Baum. Oh, wiggle, wiggle. Ja, ist das nicht schön hier? Mal sagen, gar traumhaft. Wir gehen mal hier eben hin. Nee. Ah, die Qualität ist jetzt nicht gerade die beste, aber hey. Oh, ein Objekt. Wie ging das nochmal aufzuheben? Hat da nicht was geglitzert? Leere Käfige liegen verstreut herum. Vielleicht war dies eine Art Heim für Tiere. Genau, Fiona. Ein Heim für Tiere. Für dreibeinige Hunde, dreieugige Katzen. Ja, für sowas war das hier. Mach auf. Seht ihr, wie langsam sie Türen aufmacht? Wie langsam sie läuft schon alleine? Hey, was ist das? Kamille. Ist hier noch was? Netter Zwinger.
Ja, man kann sich noch ruhig umgucken. Das Leibchen flackert. Und wackelt. Ich möchte das aufmachen. Ja. Also. Wenn da so viel, wenn so viel da ist, muss es herausgerissen worden sein. Es ist schwer zu sagen, was für ein Tier es war. Aber was auch immer es war, ich glaube nicht, dass es noch lebt. Wow, sie ist eine Intelligenzbestie. Das hätte ich nie von ihr erwartet. Ich meine, dieser Typ, den wir da gesehen haben, der ist bestimmt nur ein missverstandener Gamer. Bestimmt. Bestimmt sehr liebenswürdig. Einen Moment. So, Leute. Tut mir leid, da bin ich auch schon wieder. Hier kam man noch nicht durch. Oh Gott, sie läuft so langsam. Ich muss immer drücken. Ja, noch gibt es hier nicht viel zu erledigen. Also folgen wir mal dieser Treppe dort. Also ich würde ja so nicht so gechillt rumlaufen. Kann man ein bisschen erkunden. Erkunden. Ja, das können wir eh noch nicht alles hier machen. Können wir hier schon lang? Ich glaube eher nicht. Wie das Kleidchen hält da, dieses Tüchlein. Das ist sowas vom Fanservice. Die komplette Fionas Fanservice. Ah, naja. Man will ja nicht meckern. Ups. Obwohl, ich würde wahrscheinlich noch langsamer laufen als sie. Und würde schon nach dieser Treppe hier ein Sauerstoffzelt brauchen. Ja, was soll's. Gehen wir mal in diese mysteriöse Tür da. Nein. Auf. Rein. Mach sie mal zu. Ich mag das nicht, wenn die Türen so aufstehen. Was ist das hier? Ich kann nicht den ganzen Tag nur diese Laken in diesen Laken gewickelt rumlaufen. Du kannst mich ruhig altmodisch nennen, aber ich würde ein paar normale Kleidungsstücke diesen Bettlaken vorziehen. Was? Willst du mich verarschen? Ich dachte, das gefällt dir. Ein nettes Zimmer. Ich kann nicht den ganzen Tag nur in dieser Laken gewickelt herumlaufen. Ja, ja, ja. Dann später. I've gathered some clothes for you. Wait! Don't go! Excuse me, but where are we? How did I get here? Yes, Master. We will keep her here for a while. I will make sure she stays comfortable. Hab ich mich ja schon. Ein Controller auf einmal, ey.
Ja, und dieser komischen Sequenz werde ich auch mal eine Pause machen und einen Cut. Und wir werden dann wahrscheinlich herausfinden, wer dieses verdammte, gruselige, komische Weibsbild ist, was uns da begegnet ist. Die scheinen da alle so ein bisschen geistesgestört zu sein, aber was soll's? Was soll's? Ja, genau. Ich bin schon voll fertig. Naja, dann sehen wir uns bestimmt das nächste Mal wieder. Hahaha, wenn Fiona endlich mal was anziehen kann. Hurra! Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, eure Lenchen. Tschö.